Moinsen, Magas und Margarinen. Ausnahmsweise melde ich mich hier mal zu Wort, da es im Stream wahrscheinlich die nächsten paar Tage öfters mal thematisiert wird und ich euch dann sozusagen hierher geholt habe, damit wir das on demand haben. Und zwar geht es um Folgendes. Twitch hat jetzt gerade entschieden, vor kurzem, dass sie Werbung spielen möchte, und zwar automatisiert. Wir haben ja jetzt aktuell Werbung am Anfang vom Stream, das nennt sich Pre-Roll. Und dann soll es soweit sein, dass Werbung gespielt wird mitten im Stream. Ohne, dass der Streamer darauf erstmal irgendwelches Anrecht hat oder Bestimmungsrecht, wie sagt man denn? Dass er irgendwas entscheiden kann, ob es passiert oder nicht. In den neuen Verträgen scheint das wohl so zu sein, dass es vertraglich geregelt ist, dass Menschen Werbung spielen müssen, einen gewissen Satz. Ich gehe mal davon aus, dass er unterschritten wurde und deswegen dieses Mid-Roll eingeführt wurde. Oder. Man weiß es nicht genau. Es sind alles Spekulationen und wir können dazu jetzt eigentlich nicht großartig einen Standpunkt einnehmen. Denn die Hintergründe sind erstmal nicht bekannt und mir auch an der Stelle nicht. Deswegen steht es wohl erstmal im Raum, dass es so ist, dass Mid-Roll-Werbung abgespielt wird, aufgrund der Tatsache, weil andere Leute irgendwie keine Werbung machen oder Twitch möchte mehr Geld verdienen. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall da. So, jetzt geistern sehr, sehr viele Theorien auch durch den Raum, was das angeht mit der Werbung und der Mid-Roll-Werbung. So zum Beispiel auch eine Theorie, dass wenn du selber genug Werbung spielst, Twitch nicht automatisch bei dir Werbung spielt. So, jetzt haben wir uns heute den 16.09., falls du das irgendwann anders guckst, also am 16.09. hat dieses Gespräch stattgefunden, haben wir uns dazu entschlossen, mal so einen mehr oder weniger Beta-Test zu machen diesbezüglich. Und zwar passiert diesen Monat vom 16.09. bis 16.10. Folgendes. Erstens spiele ich jedes Mal Werbung, wenn ich aufs Klo gehen werde. Also wenn ich in der Pause bin und sowieso auf dem Bildschirm nichts passiert, werde ich Werbung machen. Ich werde am Ende vom Stream Werbung spielen und ich werde am Anfang vom Stream Werbung spielen. Und ich werde jedes Mal, wenn das passiert, nachfragen, A, wer alles Werbung hatte, B, ob weitere Midroll-Werbung kommt, währenddessen ich nicht da bin, und C, werde ich am Ende euch mal auflisten, wie viel dieser Monat an Werbung denn finanziell gebracht hat. Denn dort ist auch so ein Gerücht, sag ich mal, im Umlauf, dass Werbung nichts bringt. Also finanziell nicht. Ich habe heute mal nachgeschaut, ich spiele seit Jahren keine Werbung. Also ich habe nur die am Anfang, die Pre-Roll-Werbung. Und habe heute nachgesehen und im letzten Monat habe ich nur durch Pre-Roll-Werbung $150 verdient. Das werde ich dann im Vergleich auch noch rausgeben, um euch mal zu zeigen, was dann da am Ende bei rumkommt. Das ist sozusagen mal eine Beta oder ein Testdurchlauf. Ich möchte niemanden dazu zwingen, seinen U-Block oder Ad-Block oder was auch immer du für einen Block hast oder Pi-Hole oder Wormhole oder Dandy-Warhole, wie auch immer das alles heißt. Ist kein Zwang. Wie gesagt, es ist eine Beta. Wer daran irgendwie teilnehmen möchte, kann das gerne tun. Ich möchte extra darauf aufmerksam machen. Für mich wird es definitiv auch finanziell einen Zuspruch geben. Und das möchte ich nicht unter dem Deckmantel irgendwie verschleiern, sondern ganz transparent das ausprobieren, um diese Theorien, die jetzt im Raum sind, zu testen. Ich werde mich auch weiterhin diesbezüglich schlau machen. Und ich werde mich diesbezüglich schlau machen und werde euch dann Bescheid geben. Eine Sache noch in eigener Sache. Hier taucht irgendwo ein Video auf, wie ihr euch das vorstellen könnt. Wie das aussieht, wenn Werbung gespielt wird und ihr einen Stream guckt. Und ich denke mal, wenn ihr das jetzt seht in diesem kleinen Ausschnitt, werdet ihr euch schon denken, warum das ein relativ großes Problem sein wird. Grundprinzipiell, um auch nochmal zur Werbung was zu sagen, als abschließendes Wort. Ich persönlich bin kein Feind der Werbung per se, denn zum Beispiel ich konsumiere auch andere Plattformen wie diese hier, YouTube, ohne irgendein Prime oder Zusatz oder Abonnent irgendwo zu sein und habe die Möglichkeit, Dinge umsonst zu schauen, indem ich mir Werbung anschaue.
Was für mich einfach nur ein großes Problem ist, dass diese Werbung mittlerweile eine Übermacht gewonnen hat. Zum Beispiel auch bei mir auf meinem Kanal, wo ich hier auf YouTube ich auch keine Werbung schalte, kommt exorbitant viel Werbung und ich kann mittlerweile sehr gut verstehen, warum Menschen etwas weniger interessiert sind, gewissen Content zu schauen, wenn dieser mit Werbung behaftet ist. Denn gerade hier auf YouTube zum Beispiel kommt das schon sehr, sehr viel in einem Video vor, dass immer wieder Werbung dazwischen geschaltet wird und man einfach die Krise kriegt. Und jetzt portiert auf die Plattform, wo ich ja eigentlich zu Hause bin, ist das ein großes Problem. Denn wer möchte denn mitten in einem Live-Content, in einem Livestream so eine Werbung reingeklatscht kriegen? Ich hoffe, dass wir da mit Twitch irgendwie zu einer Übereinkunft kommen, dass sie vielleicht auf Feedback eingehen und wir das selber bestimmen können als Content-Creator oder ob wirklich was an dieser Theorie dran ist, wenn wir Werbung schalten, kommt keine Mid-Roll-Werbung, ob alte Verträge wie meiner betroffen sind, dass das für die Leute nicht gilt. Da sind ganz, ganz viele Fragen im Raum, die ich jetzt hier auch für mich festhalte und auch an Twitch stellen werde. Das war es eigentlich von mir diesbezüglich. Dankeschön, dass ihr euch das angesehen habt. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, unten in den Kommentaren dazu mal ein bisschen Feedback abgeben, wie ihr das seht, wie ihr Werbung konsumiert zum Beispiel oder ob Werbung euch stört, ob ihr eine Adblock anhabt, ob ihr keinen anhabt. Und das würde mich mal sehr interessieren, wie euer Standpunkt bezüglich der Mid-Roll und generell der Werbung oder der Häufigkeit der Werbung heutzutage ist. Vielen Dank, haut rein, bis den Dancen, bis hier. Tschüss.